No. Nézzük csak. Négyet fizet, ötöt kap. Ich stehe nicht auf Dominas. Egal, wie günstig sie einen auspeitschen. Igen, itt van amúgy album a két, de előtte körbenézünk alaposan. Itt van egy autóroncs. Diese ausgebrannten Wagen stehen überall hier in der Gegend. Den Anwohnern scheint es zu gefallen. Igen, eléggé rossz környékre tévedtünk. Jó, árkádsor. Ezt megnézzük a kukát, meg a bejáratot is, azt tudtam, hogy megyünk alabama kéthez. Nur eine der üblichen Hochbahnbrücken. Jó, egy magas vasúti híd, jó, a kuka. Da klettere ich besser nicht rein. Nem is akartam, hogy belemásszál, csak hogy esetleg mit mondasz róla. De akkor ez szerint semmi érdemlegeset. Nézzük a bejáratot. Gegen die Wohnungen in diesen Häusern ist sogar meine Schuhschachtel ein Ballast. Jó, a lényeg, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy a kosz, illetve hát undorító az egész. Na, Süßer, schau mal her. Ich sehe nach einer Menge Spaß aus, oder? Und für 1500 in bar haben wir gemeinsam Spaß. 1500 Dollarért. Szóval 1500 dollár egy nyavajás dugásért, ez nevetséges. 1500 dollar für eine Nummer? Lächerlich. Wieso? Das ist der normale Straßentarif. Eigentlich müsste ich die Preise anheben, bei dem Risiko, das ich im Augenblick habe. Außerdem brauche ich das Geld. Für Drogen. Oh Mann! Okay, hör zu. Ich mache dir das Alabama Kate Special. Für 1200 Dollar darfst du mit mir alles anstellen, was dir einfällt. Mit Gummi. Und für 1800 ohne. Na, sind wir im Geschäft? Nein, danke. Ich habe meine Spielsachen schon immer ungern mit anderen Jungs geteilt. 1200 Gummival, 1800 Gummi nélkül. És azt csináltak, amit akarok. De nem. Na, mennyit kérsz egy kis beszélgetésre? Szeretnék feltenni néhány kérdést. Wie viel nimmst du für eine kleine Unterhaltung? Ich habe ein paar Fragen an dich. Kommt drauf an, worum es geht. Willst du über Probleme quatschen? Können wir machen. Du erzählst mir von deinen kleinen Sorgen und danach erzähle ich dir, wie beschissen es bei mir aussieht. Und wenn du das gehört hast, geht es dir besser. Garantiert. Ich brauche Informationen über deine Freundin Rose. Mhm, verstehe. Okay, der Spaß kostet dich 1500 Dollar und keinen Cent weniger. Cash. Und zwar gleich. Ich zahle oben, sonst verschwindest du mir mit dem Geld noch in irgendeinem Loch. Wie du meinst. Aber ist Geschäft noch geschäftig? Hey, was ist los mit dir? Muss ich einen Arzt rufen? Nein. Ich bin bloß... Ach, dieses Rainbow Cloud macht mich fertig. Ey, Mann, tu irgendwas! Mir krampft sich alles zusammen. Ich brauche... Verdammt, warum bekomme ich immer die Irren ab? Eine Nutte auf Turkey, das hat mir gerade noch gefehlt. Na komm, hier liegen lassen kann ich dich ja schlecht. Ich trage dich nach oben, okay? Ich interpretiere das mal als ein Ja. Na igen, a lényeg, hogy van egy ilyen szivárvány nevezetű Druck. Hier kannst du erstmal liegen bleiben. Jetzt muss ich nur noch eine Möglichkeit finden, dir wieder einen halbwegs klaren Kopf zu verschaffen. És az a lényeg, hogy most eléggé rosszul van. In dem Zustand bekomme ich nichts aus ihr raus. Bei Nutten habe ich kein glückliches Händchen. Entweder sie stürzen sich aus dem Fenster oder sie brechen mir zusammen. Wie kriege ich die jetzt wieder fit? Am besten ich frage mal Patricia. Schwesterchen sollte sich als Ärztin mit Drogen auskennen. Sicher weiß sie auch über Rainbow Cloud Bescheid, auch wenn es dieses Dreckszeug noch nicht lange gibt. Man findet die armen Schweine, die darauf reingefallen sind, ja momentan an jeder Straßenecke. Na, lényeg, hogy akkor felhívjuk a testvérünket, Patriciát, mert ő orvos. És ő meg tudja mondani, hogy a szivárvány felhős drog ellen mit kell csinálni. Hogy jobban legyen a hölgy. Achtung, Jake! Dieses Terminal verschickt keine Kennung an den Angerufenen, weil du von einem öffentlichen Gerät aus anrufst. Möchtest du trotzdem fortfahren? Na, ez például egy olyan terminál, ami nem írja ki a telefonszámot. Ez tök jó. Igen, én szeretném folytatni. Okay, Jake. Was kann ich für dich tun? Szeretnék felhívni valakit. Ich möchte jemanden anrufen. Wen möchtest du denn anrufen, Jake? Szeretném felhívni a nővéremet, Patriciát. Ich möchte meine Schwester Patricia anrufen. Okay, ich verbinde. Hallo, Patricia. Jake, schön, dass du mal wieder anrufst. Wie geht es dir? Soweit ganz gut, ich komme klar. Irgendwie hörst du dich aber nicht so an.
Na, szóval igen. Hogy vagyok? Hát kikészít ez a sok gyógyszer, de szükségem van valamire, amivel elűzhetem a gonosz szellemeket. Die Medikamente machen mich fertig. Aber ich brauche einfach irgendwas, das die bösen Geister vertreibt. Du nimmst zu viel von dem Zeug. Und vor allem nimmst du es zu lange. Du wirst abhängig. Nein, weil ich hab das schon unter Kontrolle. Das sagen die meisten Medikamentenabhängigen. Du brauchst Hilfe. Fang nicht schon wieder davon an. Ich brauche keinen Seelenklempner. Ich komm schon klar. Es braucht nur etwas Zeit. Ja, meg nem vagyunk gyógyszerfüggők. Na, mi a helyzet anyával és apával? Hast du was von Mom und Dad gehört? Ich habe neulich mit Mom telefoniert. Sie überlegen, das Haus zu verkaufen und sich in der Stadt eine Wohnung zu suchen. Wirklich? Ich weiß nicht. Die Stadt ist nichts für sie, glaube ich. Sie sind zu alt für so ein großes Haus. Ich versuche ihnen eine Wohneinheit in meiner Nähe zu besorgen. Ja, hast recht. Vermutlich ist es so das Beste. Na, a vidéki házat eladják, és akkor anyu apu meg beköltözik a városba. Szóval, van itt egy problémás prosti, kifogyott a szivárványfelhőből és elájult. Ich habe hier ein Problem mit einer Nutte. Hier ist das Rainbow Cloud ausgegangen und jetzt ist sie auf Turkey. Und dann wird es hier ziemlich mies gehen. Allerdings. Hast du keine Idee, was ich ihr geben könnte, damit sie wieder etwas auf die Beine kommt? Zumindest für eine Weile? Ich muss vernünftig mit ihr reden können. Zu einem Arzt will sie nicht, nehme ich an. Mit Diazepam Q kannst du sie erstmal ruhig stellen und linderst die Angstzustände, die sie wahrscheinlich hat. Allerdings wird sie dann eine Weile schlafen. Am besten gibst du ihr noch etwas Magnesium gegen die Krämpfe. Das Magnesium kriegst du aus der Hausapotheke. Das Psychopharmakon ist schon sehr viel schwerer zu besorgen. Dafür brauchst du ein Rezept. Vielleicht habt ihr aber auch was auf eurem Revier. Soweit ich weiß, wird Diazepam Q von der Polizei zum Ruhigstellen benutzt. Stimmt. Die Jungs, die sich selbst in der Zelle nicht beruhigen können, bekommen immer was von unserem Doc. Aus dem Revier bekomme ich das Zeug aber garantiert nicht herausgeschmuggelt. Aber im Labor müssten wir eigentlich auch sowas haben. Jo, küssi. Ich muss Schluss machen, Patricia. Ich melde mich wieder. Na, lényeg, hogy kettő gyógyszer kell, a magnézium azért kell, ugye, hogy megnyugtassa a görcseit. A diazepam pedig magára arra, hogy megnyugtassuk az emberkénket, most jelensebb ugye a hölgyünket. Na, a magnéziumot az könnyen én be lehet szerezni, mert mégis hazamegyek, és a teledokival tudok kérni. De miért kérnék a teledokival, előtte átjövünk ide az újságárushoz, és megnézzük a magazinokat, illetve beszélgettünk az újságárussal, Lisa Tuttle-vel. Hát, ha mondva nekünk valami érdekességet. Na nézzük, mi van itt. Erst kaufen, dann lesen. Das wissen Sie doch. So interessant sind die Blättchen nun auch wieder nicht, Mrs. Tuttle. Na nézzük akkor. Akkor beszélgessünk. Hallo, Mr. Crawley. Wie geht es Ihnen? Tudja, mi volt az a robbanás az elmúlt napokban? Was war das neulich für eine Explosion, Mrs. Tuttle? Das wissen Sie nicht? Sie sprengen doch die ganzen alten Häuser. Eine Schande ist das. Stimmt, die reißen die alten Gebäude ab. Jetzt fällt's mir wieder ein. Kam ja sogar in den Nachrichten. Eine Schande ist das. Als ob wir von diesen hässlichen Riesenklötzen mit diesen Wohnschachteln nicht schon genug hätten. Jó, régi házakat bontják, vagyis hát... Ja, bontják. Robbanóanyagban. Mindegy. Nem tud valamit arról a nőről, aki a minap itt feküdt tájúton az utcán. Wissen Sie etwas über die Frau, die kürzlich ohnmächtig hier auf der Straße lag? Nicht viel. Sie kam um die Ecke, blickte sich panisch um und brach zusammen. Wahrscheinlich betrunken. Nein, wirklich betrunken war sie eigentlich nicht. Mittlerweile ist sie übrigens tot. Aus dem Fenster gesprungen. Ja, habe ich mitbekommen. Aus ihrem Fenster, wie man hört. Schlimme Sache. Man muss schon genau darauf achten, wen man sich ins Haus holt. Man kann sich schließlich nicht um jedes junge, hübsche Ding kümmern, oder? Jó, legközelebb majd megválogatom. Hogy kit viszek föl, és ki az, aki kiugorhat az ablakomon. Na, valami engesztelő ajándékot szeretnék vinni az egyik kollégámnak. Nincs valami jó ötlete? Ich brauche ein Versöhnungsgeschenk für eine Kollegin. Haben Sie vielleicht eine Idee? Ein Geschenk für eine Kollegin? Mal schauen. Wie wäre es mit Instantblumen? Nicht sehr originell, aber die kommen eigentlich immer gut an. Kosten nur 300 Dollar. 300 Dollar, aber kell egy virág. Aber packen Sie mir das Zeug noch ein bisschen hübsch ein. Jó, ezt a virágot majd elvisszük szépen Isabelnek, hogy jó legyen vele a kapcsolatunk. Ismételten. Und wieder 300 Dollar weniger auf meinem Konto. Verdammt. Jó, még azért volt ott valami. Hallo, Mr. Crawley. Wie geht es Ihnen?
Történt valami érdekes mostanában? Valami Pestka? Was spricht man denn so auf der Straße? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Keine Ahnung. Kriege momentan nicht viel mit. Mein bester Ehemann von allen spinnt mal wieder. Lässt sich jeden Tag volllaufen. Und wenn er nicht rumpöbelt, will er... Naja, sich näher austauschen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich fürchte, ich verstehe. Jo, also dann gebe ich Was spricht man denn so auf der Straße? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ihre Kollegen waren vor kurzem hier, haben gefragt, ob ich irgendwas von illegalen Handcoms wüsste, die hier in der Gegend unter der Hand verkauft werden. Illegális kézi telefonárusítás von a környéken. Az igen. Jó, ezen kívül Was spricht man denn so auf der Straße? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Haben Sie schon mitbekommen, dass Trisha Trillian aus dem 26. Stock eine Abtreibung hat vornehmen lassen? Az igen. Gleich Drillinge wohl. Da weiß man nicht, was man davon halten soll. Trissiának hármasikré lettek volna, de elvetett szegényem. Was spricht man? Haben Sie schon gehört, dass Sie gestern Señor Valdez aus dem 19. Stock tot in seiner Wohneinheit gefunden haben? War ja zu erwarten gewesen. Wer sich 400 Kilo anfuttert, muss sich nicht wundern, wenn er eines Morgens nicht mehr aufwacht. Wahrscheinlich mussten sie ihn in Einzelteilen abtransportieren. Ja, hat 400 Kilo schon meckert ein Ember a 19. Igen, azon kívül. Ach, hören Sie bloß auf. Ich muss Steuern nachzahlen, und zwar eine ganze Menge. Und wenn ich das Geld nicht zusammenbekomme, verliere ich den Laden und ich sitze auf der Straße. Naja, wird schon werden. Jo, und magasabb adót kell fizetnie, szegényem. Was spricht man denn so? Ihre Kollegen waren vor kurzem hier, haben gefragt... Jó, most már csak ugyanazokat mondogatja. Ich muss weiter. Oké, na, akkor mehetünk fel a lakásra. Akkor végig a pletykákat meghallgattuk, a lényeg az, hogy vannak kézi telefonos árusok a közelben. Illetve... ugye igen, hogy a 19-en meghalt egy 400 kilós ember, akkor, hogy hármasikreket kell elvetélt a Trisha a 29. emeleten, vagy nem tudom, hányadik emeleten volt. Meg hogy itt jártak a kollégáim. Ja, ja meg hogy ő szegénynek adót kell fizetnie. Nagyobb mennyiségű adót kell fizetnie. Hello Jake, na. Was kann ich für dich tun? Na, a lényeg a teledokitól nekünk magnézium kell, és a magnézium az begölcsölt a lábszáram. Ich habe Wadenkrämpfe. Krämpfe in den Waden? Kein Problem. Ein paar Magnesiumtabletten sollten da helfen. Okay, dann her mit dem Zeug. Igen, egy-két magnéziumtablettának segítenie kell. Jó, a magnézium az már meg is van. Na, most van akkor a nehezebbik része. Mégpedig összeszedni azt a Diazeum kút, vagy mi annak a neve. Azt a rendőrségi laborban tudjuk összeszedni. Mégpedig Simonnal beszélgetünk. És valahogy megpróbálom rávenni, hogy adjon egy kicsit belőle. Hi. Was gibt es Neues, Jake? Kellene egy bizonyos gyógyszer, Diazepam Q. Van neked? Bräuchte ein Medikament von dir. Diazepam Q. Hast du sowas da? Sicher. Ja, hab doch auch welches auf dem Revier. Falls bald jemand ruhig gestellt werden muss. Ich kann dir jedenfalls nichts geben. Du kennst die Vorschriften. Ich darf das Zeug nur ganz offiziell an euren Doc auf dem Revier liefern. Komm schon, es handelt sich um einen Notfall. Dann hast du was gut bei mir. Was gut? Was immer du willst. Ja, mit akarsz, mondja, te mit szeretnél, és megcsináljuk, igen? Kannst du wirklich was für mich tun? Diese Dame neulich vom Escort-Service. Ich habe es mir überlegt. Ich probiere das mal aus. Aber ich kann da nicht anrufen. Ich fange sofort an zu stottern wie blöde und lege dann vor Panik auf. Kannst du das für mich machen? Am besten gleich für heute Abend zu mir nach Hause. Gleich für heute Abend? Simon, du Tier. Okay, ich rufe da an und mach das klar. Und danach bekomme ich von dir das Medikament. Bis dann, Simon. Okay, lényeg, rendellem kell neki egy hölgyeményt a lakására estére, ő pedig odaadja nekem ezt a cuccost. Ja, hallo? Ich bitte um baldigen Rückruf. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ja, hallo. Ich wollte Ihre Dienste in Anspruch nehmen. Nicht für mich allerdings. Klar, die Adresse kann ich Ihnen geben. Simon Matthews steht an der Klingel.
Vorlieben? Tja, ich würde vorschlagen, schicken Sie ihm eine Blonde. Groß, oh, mit richtig langen Beinen. Und untenrum darf ruhig etwas mehr sein. Das wird ihm gefallen. Der Deukokor, das ist... Lack, Oral, Anal? Hören Sie, mir wäre es lieber, Sie würden das vor Ort direkt mit Ihrem Kunden klären. Wäre das möglich? Gut, dann heute 18.30 Uhr. Er wird dort sein. Warum er nicht selbst anruft? Ja, wissen Sie, so genau weiß ich das auch nicht. Toll. Simon bekommt sogar eine Kundenkarte mit Rabattcoupons. Jo. Leute, valami Coupon meg fog kapni. Jo, biztosan. Was gibt es Neues, Jake? Lényeg az, hogy megvan a randéd, úgyhogy add ide azt a cuccot. Okay, ich hab dir eine weibliche Begleitung bestellt. Gib mir jetzt das Diazepam-Kuh. Klasse. Hier hast du das Zeug. Aber denk dran, wenn das jemand mitbekommt, sind wir beide dran. Jó, nem szólok senkinek semmiért. Bis dann, Simon. Nem kell aggódni. Te szépen este jól fogsz szórakozni, én meg... Én is. Na, akkor vissza kell mennünk most a piros lámpás negyedbe, mert elvileg most megvan minden, úgyhogy meg tudjuk gyógyítani a Alabama kétet. Hier, nimm das. Das hilft dir wieder auf die Beine. Ich brauche Rainbow Cloud. Da, ich glaube, sie war mein Fall. Wenn du endgültig drauf gehst, komm schon, nimm das Zeug jetzt. Nyerd le a tablettát, azt képzeld azt, hogy ez a szivárványfelhő. Ez bringt auch sowieso nichts. Ich brauche meine RC. Nem baj, legalább most egy kicsit alszik. Was... Was ist los? Was mache ich hier? Du hast 2 Stunden geschlafen, nachdem ich dir ein Mittel eingetrichtert habe. Geht es dir besser? Ich... Ja, ich brauche nur etwas frische Luft. Ach, dann geht es schon. Ich hoffe, jetzt habe ich mehr Glück mit meinen Fragen. Ja, most már legalább jobban van. Úgyhogy legalább válaszom majd remélem, hogy amelyik a kérdéseimre. Was willst du eigentlich wissen? Rose ist tot. Was gibt's da noch zu diskutieren? Na, blablabla. Szóval... Azt hallottam, hogy te és Rosa féle barátnők voltatok. Mondjál mindent, amit róla tudsz. Ki akarom deríteni, mi húzódhat meg a halálának hátterében. Rose und du, ihr wart doch sowas wie befreundet. Sag mir alles, was du über sie weißt. Ich muss wissen, was hinter ihrem Tod steckt. Naja, so richtige Freundinnen waren wir nie. Sie ist ja dann auch was Besseres geworden und hat sich diese ganzen reichen Typen geangelt. Und ich bin hier gelandet. Sie muss wirklich gut verdient haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Rose war eine Nette. Sie hat auch versucht, mir zu helfen. Aber irgendwie... Naja, mir ist nicht zu helfen, schätze ich. Jo, tudod, hogy hol lakik? Vagy hol lakott? Ich muss wissen, wo Rose wohnt. Schon möglich, dass ich dir das sagen kann. Wie viel ist dir die Info denn wert? Ich hab dich in dieses Zimmer geschleppt, weil du zusammengeklappt bist, Missy. Und? Hättest du ja nicht machen müssen. Hör mal, ich brauche wirklich Geld, verstehst du? Brauchen wir das nicht alle? Na jó, tehát annyi a lényeg, hogy most eldöntöttem, hogy mi merre hány méter. Például elmondhatom neki azt, hogy elkölcsi kötelessége segítén nekem, ki akarom deríteni, miért tölte meg magát Rose. Es ist eine moralische Pflicht, mir zu helfen. Ich will herausfinden, warum Rose sich umgebracht hat. Ich bin nichts und niemandem etwas schuldig, kapiert? Schau mich an. Ich bin fertig. Hat jemand mal was für mich gemacht? Ich scheiße auf Rose. Jó, és akkor vagy csinálhatom azt, hogy jól van, kapsz tőlem 500 dollárt, de cserébe tedd meg nekem azt a szívességet, hogy veszel magadnak néhány tisztességes rongyot. Vagy váltsunk témát. Témawechsel. Ich komme später wieder. És később visszajövök. És idejövök a telefonhoz. Mégpedig azért... Achtung, Jake! Dieses Terminal verschickt keine Kennung an den Angerufenen, weil du von einem öffentlichen Gerät aus anrufst. Möchtest du trotzdem fortfahren? Igen, szeretném folytatni. Okay, Jake. Was kann ich für dich tun? Szeretném a rendőrségi aktákat átnézni. Ich möchte Polizeiakten einsehen. Okay, Jake. Welche Akte willst du einsehen? Nekem kell... Alabama Kate aktája. Zeig mir die Akte von Alabama Kate.
Na, adójogi státusz minimális, születési idő 2049, 12. december 10-e. Állandó lakhely ismeretlen, foglalkozás prostituált, regisztrált bűncselekmények. 2071-72-ben 3 alkalommal történt letartóztatás illegális kábítószer birtoklása miatt. 72-ben 2 alkalommal történt letartóztatás engedély nélküli prostitúció miatt. Különleges megjegyzések. Jelleg elfogató parancs van ellene kiadva illegális kábítószerek kereskedelme miatt. Adójogi státusz felülvizsgálandó. Oh. És Alabama 2 igazából Jones 2 néven ismeretes. Jó. Azt nézem, hogy lett-e valaki új. Na, Rose Banton például, kiderült a neve, hogy Banton. Igen, és például Banta Franz. Tehát Franz. Adójogi státusz közepes, születési idő 2031. szeptember 25-én, állandó lakhely létező, foglalkozás ügyvezető. Regisztrált bűncselekmények. Engedély nélküli fegyverviselés elítélve 2069. június 4-én. A nem dohányzók védelméről szóló törvény megsértéséért elítélve 2071. március 7-e. Többszöri figyelmeztetés a nyilvános létesítményekben felszerelendő detektorokról szóló biztonsági rendelet megsértése miatt. Különleges megjegyzés, valószínűsíthető kapcsolatok prostituáltakkal és bűnözői csoportokkal, habár feltehetőleg személyesen nem vesz részt a bűncselekmények elkövetésében. Legalább jó ezt tudni. Interessant, gegen Kate liegt ein Haftbefehl vor. Ich könnte ihr anbieten, darüber hinwegzusehen. Wenn sie das nicht zum Reden bringt, dann weiß ich auch nicht. És akkor lett egy új beszélgetésünk. Ich habe gesehen, dass ein Haftbefehl gegen Kate vorliegt. Aber bringt sie das zum Reden, wenn ich sie in den Knast zerre? Besser, ich behalte die Sache mit dem Haftbefehl erstmal in der Hinterhand. Du schon wieder? Igen, itten vagyok. Tehát hol lakott Rose? Ich muss wissen, wo Rose wohnt. Schon möglich, dass ich dir das sagen kann. Wie viel ist dir die Info denn wert? Ich hab dich in dieses Zimmer geschleppt, weil du zusammengeklappt bist, Missy. Und? Hättest du ja nicht machen müssen. Hör mal, ich brauche wirklich Geld, verstehst du? Brauchen wir das nicht alle? Jó, jobbat tudok. Elmondod, amit tudni akarok, és nem tartóztatlak lehet. Nézd, csak itt van a neved rajtott elfogató parancs. Ich weiß was Besseres. Du sagst mir, was ich wissen will, und ich werde dich dafür nicht verhaften. Gegen dich läuft nämlich ein Haftbefehl. Verdammt! Hör mal, Bulle. Ich habe eine Allergie gegen vergitterte Fenster. Mal abgesehen davon, dass viele von deinen Kollegen ihre Finger nicht bei sich behalten können. Okay, machen wir einen Deal. Du vergisst diesen dämlichen Haftbefehl und ich sage dir, wo Rose zuletzt gewohnt hat. Das ist endlich mal ein vernünftiger Vorschlag. Hier hast du die Adresse. Ich weiß zwar immer noch nicht, was dir das bringt, aber du wirst schon wissen, was du tust. Merci. Ich komme später wieder. Na, megvan akkor. Na, nem megyek vissza a motorhoz, hanem igazából itt van egy olyan egy térkép, és akkor ezzel egyből kijutok a térkép módba. És akkor itt van Rose-nak a lakása, gyakorlatilag egy utcával lejjebb, mint onnan, ahol én lakom. És szépen elmenjünk most Rose-nak a lakására. Hey, die Tür steht offen. Eigenartig. Igen, nyitva okay, van. Okay, hier hat Rose also gewohnt. Nicht schlecht. Sie muss tatsächlich ziemlich gut verdient haben. Ja, elég sokat keresetett, hogyha ilyen kérót fönt tudott tartani. Díszes mennyezet. Dieser Raum ist ein Mix aus verschiedensten Stilrichtungen. Hat was. Igen. Fotel. Zum Ausruhen fehlt mir leider die Zeit. Nem ücsörögni, hanem csak mondd erről a véleményet. Jürgen, a párnákról esetleg valamit? Um mich in den Kissen zu regeln, fehlt mir die Zeit. Jó, párnákon se kell heverészni, boroskancsó. Selbst wenn da noch was drin ist, trinke ich besser nicht davon. Jó, nem iszunk belőle, ablak. Hey, wenn ich jetzt da rausspringen würde, hätten wir einen Fall, der meine Kollegen ziemlich ratlos machen würde. Az biztos. Ez igen, poén lenne, hogyha most meg én ugranék itt ki, Rose-nak a lakásából. Milyen érdekes lenne. Na, függöny. Die dicken Vorhänge sollten wohl für die richtige Atmosphäre sorgen, wenn Rose Kunden hatte. Az. Eléggé romantikus lehet, vagy nem tudom, hogy így össze van húzva egy a függöny, és akkor így, ja. És akkor lehet ott... Ich schlafe in letzter Zeit nicht viel. Das war vor gar nicht mal so langer Zeit noch völlig anders. Tehát, hogy eléggé érdekes és kellemes időt lehet eltölteni egymással. Na! Mi megnézzük még a pálmákat. Das Grünzeug sieht auf jeden Fall gepflegter aus als meins.
Igen, jobban gondját viselik. Na, nézzük meg akkor ezt a szobrot. Eine erotische Statue. Und am Sockel ist sowas wie ein kleines Steckfach. És van rajta egy kis mélyedés. Na, az aranyműtyűr meg elvileg pont abba belefér. Eine erotische Statue. Und am Sockel ist sowas wie ein kleines Steckfach. Okay, passt. Und jetzt? Titkos ajtó. Schau an. Der Raum hält anscheinend einige Überraschungen bereit. Im ersten Schrank ist ein Tresor zu sehen. Ich wette, da bewahrt Rose ein paar wirklich interessante Dinge drin auf. Na, akkor nézzük meg először a safe-et. So einfach lässt der Tresor sich nicht öffnen. Es ist ein Fingertipp an der Tresortür. Wahrscheinlich kann nur Rose mit ihrem Daumenabdruck den Tresor öffnen. Ez így van. Csak és kizárólag Rose-nak az új lenyomatával lehet kinyitni. Na nézzük meg az arcképet. Ein Foto von einem Typen in Lack und Leder. Vielleicht Roses Lover? Wobei der in den Klamotten ziemlich schwul aussieht. Naja, vielleicht ein Kollege oder... Was zum... Na, le is ütöttek. Mein Schädel. És sok mindent elvettek tőlünk. Wo bin ich hier? Scheiße, ich bin gefesselt. Und das Seil wirkt ziemlich fest. Muss irgendein Kunststoff sein. Wo bin ich da nur reingeraten? Und vor allem, was mache ich jetzt? Valahogy ki kell oldoznom magam. Ich muss versuchen, die Fesseln irgendwie loszubekommen. Zwecklos. Die Fesseln sitzen zu fest. Jobb lesz, ha segítség kiabálok, hát ha meghallja valaki. Nem, nem. Ha hátravetném magam a széken, talán meglazíthatnám a köteleimet. Akkor nézzük meg azt. Lösen sich die Fesseln, wenn ich den Stuhl und damit auch mich zum Kippen bringe. Okay, blendende Idee, Jake. Da kommt jemand. Köszi. De rendes, nem? Ah, wieder wach? Nein, ich schlafe noch, sieht man doch. Oh, ein Komiker haben wir hier. Ich hatte mich schon gefragt, was für ein Typ du bist. Ich kenne nämlich alle, musst du wissen. Den ganz harten Kerl, der meint, mich beleidigen zu müssen. Den Intellektuellen mit allen Argumenten auf seiner Seite. Den mit viel Geld, das ich selbstverständlich auch haben könnte. Den Weinerlichen, der natürlich Familie hat. Es gibt wenige Menschen, die kaum noch überraschen. So, und nun erzähl mal, was wolltest du im Apartment dieser Nutte? Én is pontosan ezt akartam kérdezni tőled, szóval te mit kerestél Rose-nak a lakásán? Dasselbe wollte ich dich gerade fragen. Also, was wolltest du bei Rose? Du bist wirklich ein Komiker. Okay, warum nicht? Plaudern wir. Ich hab mich bei der Nutte nur etwas umgeschaut. Ach was, genau wie ich. Nachdem das geklärt ist, kannst du mich ja jetzt losbinden. Ach, so langsam missfällt mir dein Humor. Nem mondom el azt, hogy zsarú vagyok. Ide figyelj, ha elengedsz, köthetünk üzletet. Azért mentem a Lotyó lakására, mert megtudtam, hogy rengeteg dohányt rejteket odahaza. A feladat tiéd lehet, ha akarod. Hör zu, wenn du mich gehen lässt, machen wir einen Deal. Ich war wegen einer Sache bei der Nutte, die eine Menge Geld bringen kann. Die Hälfte gehört dir, wenn du willst. Jetzt enttäuschst du mich aber. Denkst du wirklich, ein Mann meiner Klasse wäre bestechlich? Mir geht's bei dem Job doch nicht ums Geld. Tch, wie auch immer. Ich denke, es wird das Beste sein, wenn ich dich einfach verschwinden lasse. Vorher wirst du mir aber noch erzählen, was du in dem Apartment wolltest. Das garantiere ich dir. Ein Moment bitte. Ich bin gleich wieder bei dir. Jó, a csengő hangod. Ja? Natürlich geht es. Nein, das erledige ich selbst. Ja, ich kümmere mich sofort darum. Es tut mir leid, aber ich muss mich fürs Erste entschuldigen. Dummerweise ist ein Termin dazwischen gekommen, der keinen Aufschub duldet. Aber ich komme selbstverständlich wieder. Ich würde vorschlagen, du überlegst dir so lange, ob du mir nicht doch sagst, was ich hören will. Du würdest dir Schmerzen und mir Arbeit ersparen. Lass mich mal von diesem verdammten Stuhl loskommen. Dann werden wir sehen, wer hier wem was erspart.